du tust, alles was ihr tut, alles was wir tun, soll voller Liebe sein. Alles was du tust, alles was ihr tut, alles was wir tun, soll voller Liebe sein. Wie der fremde Mann mit seinem Esel, der den Feind verletzt am Boden sah, ihn nicht liegen ließ, sondern ihm aufhalf. Warum? Weil er voller Liebe war. Alles, was du tust, alles, was ihr tut, alles, was wir tun, soll voller Liebe sein. Alles, was du tust, alles, was ihr tut, alles, was wir tun, soll voller Liebe sein. Wie die Frau, die ihre letzten Münzen für andere in den Opferstock gab, weil sie doch so gerne helfen wollte. Warum? Weil sie voller Liebe war. Vater, der auf seinen Jungen wartete, bis der nach Hause kam, ihm entgegenlief und an sich drückte. Warum? Weil er voller Liebe war. Alles, was du tust, alles, was ihr tut, alles, was wir tun, soll voller Liebe sein. Alles, was du tust, alles, was ihr tut, alles, was wir tun, soll voller Liebe sein. Wie Jesus selbst, der Große und auch Kleine, liebevoll in seine Arme nahm. Sie segnete und ihren Glauben stärkte. Warum? Weil er voller Liebe war. Alles, was du tust, alles, was ihr tut, alles, was wir tun, soll voller Liebe sein. Alles, was du tust, alles, was ihr tut, alles, was wir tun, soll voller Liebe sein.